Lass dich von Scham nicht aufhalten. Wir Frauen, wir Menschen, wir lassen uns so, so oft ausbremsen. Und ich habe das Gefühl, das ist nicht mal, dass uns die Außenwelt brutal ausbremst, sondern es sind meistens die Schlüsse, die wir ziehen, aufgrund der Reaktionen im Außen oder möglicher Reaktionen im Außen, die dafür sorgen, dass wir Dinge nicht tun, die getan werden wollen. Weib, lass dich von der Scham nicht ausbremsen. Von einer reellen, die du spürst, oder einer möglichen, die vielleicht entsteht, weil du irgendwas tust in der Zukunft, was vielleicht irgendwem nicht taugt. Maya Angelou, ein cooles Vibe, hat mal gesagt, auf Englisch, "Your legacy is all the lives you touch." Dein Vermächtnis, Vibe, sind all die Leben, die du berührst. Es ist nicht die eine große Tat, die du dir vielleicht von Herzen wünschst, sondern es sind all die kleinen Momente, all die kleinen Gesten und Worte und Taten und vielleicht auch die Momente, wo du still bist, die bei den anderen was hinterlassen. Und jetzt, wo so wenig in Kontrolle scheint und auch ist, ist das besonders wichtig. Du triffst jeden Tag 1 Trillion Mal die Entscheidung, wer du heute sein willst und wie du dich verhalten willst und wie du antworten willst auf das, was von außen auf uns einprasselt. Und ich kenne es von mir so gut, viele Dinge, die ich nicht tue, tue ich deswegen nicht, weil da eine Scham ist in mir, weil da irgendwas Angst hat oder Sorge hat, dass das dann blöd ist oder nicht gewollt ist oder nicht gewünscht ist oder nicht reinpasst oder nicht konform ist oder dass ich mich irgendwann mal falsch verhalten habe und bevor ich sozusagen das klarstelle mit jemandem, dass ich vielleicht was nicht getan habe oder schon getan habe, was irgendwie doof war, mache ich gar nichts. Und dieses lähmende Gefühl, dass Scham dich zurückhält, raus damit, raus aus der Tür damit, in den imaginären Wertstoffhof damit. Mach jetzt das, was du tun würdest, wenn du dich nicht schämen würdest. Auf geht's. Bis nächsten Mittwoch.